Grüß euch, meine Lieben, da ist wieder die Gabi aus Österreich von Gabis Kochbuch Eurer Mehl. Ich habe heute Lust auf Hühnerfleisch und ich habe Lust auf Asiatisch und jetzt habe ich in den Kühlschrank geschaut, was ich zu meinen Hühnerflügeln alles dazugeben könnte. Da habe ich noch ein Stück Kürbis gefunden, einen Apfel, Zwiebel. Klarerweise passen dann noch Kürbiskerne als Crunch. Und so werde ich heute Hühnerflügel Kürbiskernen auf einem Kürbis-Apfelgemüse zubereiten. Und wie ich mir das vorstelle und wie das geht, das könnt ihr jetzt gleich sehen. Im ersten Schritt werde ich meine Hühnerflügel marinieren. Und da gebe ich die Gewürze drauf. Das ist Paprikapulver, Curry, einen Hauch Zimt, Salz und Pfeffer. Dann gebe ich etwas Honig dazu, ich möchte es ein bisschen süßer, und etwas Öl. Und damit werde ich das jetzt gut marinieren. Es geht mit den Händen natürlich entschieden besser als mit irgendeinem anderen Küchenwerkzeug. Immer noch so viel Honig drauf, den geben wir auch dazu. Massieren wir das schön ein, damit unsere Hühnerflügel rundum schön gewürzt sind. Ich möchte es zwar ein bisschen exotisch haben, und da würde ich zum Beispiel auch Sesamkörner drauf geben, aber die Sachen sind ja meistens, weil sie von weit weg kommen, relativ teuer. Und haben natürlich dann auch eine entschieden schlechtere CO2-Bilanz. Aber auf den Biss will ich nicht verzichten. Und so habe ich mir heute gedacht, verleihen wir unseren Hühnerflügel den Biss mit grob gehackten Kürbiskernen. Das passt ja dann auch gleich zum Kürbis, den ich als Unterlage gewählt habe. Einfach das Messer wie eine Wiege verwenden. Wenn du ein Wiegemesser hast zum Beispiel, kannst du natürlich auch das nehmen. Und die streuen wir dann gleich auf unser Hühnerfleisch drauf. Meinen Backofen habe ich mir schon auf 200 Grad vorgeheizt. Mal schön die Kürbiskerne noch drauf verteilt. Und jetzt werde ich mir die Garnitur herrichten. Ich habe schon etwas Öl in der Pfanne erhitzt. Nehmen wir mal den geschälten Zwiebel und den schneide ich einfach blättrig und den kann ich jetzt schon in das Öl einlegen. Dann kommt mein Kürbis dazu. Ich werde das alles jetzt nur ein bisschen anschwitzen. Das gart sowieso dann mit, wenn ich die Hühnerflügel oder vielleicht sagst du ja auch Chicken Wings dazu in den Backofen gib. Und zuletzt nehme ich noch meinen Apfel. Den schäle ich jetzt mit meinem Sparschäler ab. Die Apfelschale kannst du wunderbar trocknen. Daraus kann man dann herrlichen Apfeltee machen. Kerngehäuse rausnehmen. Und jetzt schneide ich die auch in Spalten und gebe das dann auch gleich zu meinem Kürbis
dazu. Ich habe es jetzt gerade so lang angespitzt, dass die Zwiebel glasig ist und gar ist. Und darauf lege ich jetzt meine Hühnerflügel. Und so kommt das alles für circa eine halbe Stunde in den Backofen, bis meine Flügel gar sind. Riecht schon fantastisch. Ich finde, schaut auch klasse aus. Und das wird ein wunderbares asiatisches Gericht heute. Die Hühnerflügel sind jetzt gar schön knusprig gebraten. Ich werde sie jetzt noch nicht anrichten. Und dann können wir auch schon genießen. Und wie du siehst, ein bisschen asiatisch, exotisch genießen kann man auch ganz wunderbar mit saisonalen inländischen Zutaten, die womöglich noch aus dem eigenen Garten kommen, wie mein Kürbis und meine Äpfel. Freut mich, dass du wieder dabei warst bei meinem Kanal Gabis Kochbuch Euromehl. Zutatenliste gibt es für dich wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls du jetzt Lust hast, das nachzukochen, gibt auch einige andere Hühnerrezepte und Kürbisrezepte, schmöker doch einfach ein bisschen in der Playlist. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als Tschüss zu euch zu sagen. Liebe Grüße aus Österreich und schaut doch wieder rein bei meinem nächsten Video auf dem Kanal Gabis Kochbuch Euromehl.